Als Rätsel seiner Zeit geht das Findelkind Kaspar Hauser in die Geschichte ein. Legenden ranken sich noch heute um seine Herkunft. War er der entführte Erbprinz von Baden? Und musste ein anderes Kind an seiner Stelle sterben? Nach 16 Jahren Gefangenschaft in einem dunklen Kerker lebte er nur 5 Jahre in Freiheit. Seine Ermordung wird zum berühmtesten Kriminalfall des 19. Jahrhunderts. Eine Genanalyse entzaubert 1996 den Mythos um Kaspar Hauser. Das Ergebnis der Gesamtuntersuchung, der Vergleich ist, Kaspar Hauser ist nicht der Prinz von Baden. Der Fall galt als abgeschlossen. 6 Jahre später gehen wir noch einmal auf Spurensuche und finden neue Indizien für die Verwandtschaft von Kaspar Hauser zum Fürstentum von Baden. Dezember 1833. Obduktionssaal der Gerichtsmedizin. Ein 21-jähriger Mann ist am Vortag an den Folgen einer Stichverletzung gestorben. Der Name des Toten: Kaspar Hauser. Das Attentat wird zu einer Staatsaffäre. 6 Amtsärzte suchen nach Gewissheit über die Todesursache. Mord oder Selbstmord? Stichverletzung linksseitig zwischen der 6. und 7. Rippe, heißt es im Protokoll, 15 cm tief. Die Gewalt des Stoßes schließt Selbstmord als Todesursache aus. Gerüchte kursieren. Ist der Tote wirklich der legitime Erbprinz von Baden und Opfer eines blutigen Erbfolgestreits? Wir begeben uns erneut auf Spurensuche. 1816. Am Oberlauf des Rheins wird eine Flaschenpost mit einer geheimnisvollen Nachricht in lateinischer Sprache gefunden. Ich werde in der Nähe von Laufenburg festgehalten. Mein Kerker liegt unter der Erde und ist demjenigen unbekannt, der sich meines Thrones bemächtigt hat. Mehr kann ich nicht schreiben. Unterzeichnet S. Hannes Sprankio. Eine verschlüsselte Botschaft? Ein Hinweis auf den Verfasser vielleicht? Wir setzen die 14 Buchstaben mit Hilfe einer Dechiffrierungssoftware neu zusammen. Aus mehr als 87 Milliarden Möglichkeiten sucht unser Programm alle sinnvollen Kombinationen. Und tatsächlich, eine dieser Kombinationen fällt sofort ins Auge. Ein Sohn Kaspars. Und dann, wenig später, finden wir die Worte: sein Sohn Kaspar. Damals konnte man in der Nachricht dieser Flaschenpost keinen tieferen Sinn erkennen. Man hielt sie für einen Scherz von Studenten und sie geriet bald wieder in Vergessenheit. 1828, nur 12 Jahre nach dem Fund der Flaschenpost, wird ein Junge unerkannt durch Deutschland geschleppt. Nach Nürnberg. Pfingstmontag taucht hier, wie aus dem Nichts, ein Junge auf, etwa 16 Jahre alt. Mühsam und ungelenk starkst er unbemerkt durch die menschenleeren Gassen. Inmitten der Stadt endet sein Weg. Er schwankt, kann bloß stammeln. Sein Blick ist stumpf und leer. Ein Geisteskranker? In der ausgestreckten Hand hält der Fremde 2 ominöse Briefe. Auf der Polizeiwache sucht man nach Hinweisen über die Herkunft des Unbekannten. Gebetsbücher, gedruckt in Altötting, München und Salzburg. Der Fremde scheint die Fragen zu hören, aber nicht zu verstehen.
Doch dann, als man ihm die Hand führen will, um ein Kreuz unter das Protokoll zu setzen, scheinen dem Jungen ohne Sprache Feder und Papier nicht unbekannt. Mit festem Druck schreibt er den Namen, der ihn fortan begleitet: Kaspar Hauser. Nur die beiden Briefe, die er bei sich trägt, verraten mehr als seinen Namen. Die Originalbriefe sind seit langer Zeit verschollen. Im Stadtarchiv Ansbach jedoch werden zwei damals angefertigte Faksimile-Kopien aufbewahrt. Werner Bürger, der Leiter des Archivs, sucht für uns die Dokumente. Die anonymen Briefe weisen Kaspar als Findelkind aus. Im ersten Brief steht: Das Kind heißt Kaspar. Ich bin ein armes Mägdlein und kann ihn nicht ernähren. Wenn er 17 Jahre alt ist, schicken Sie ihn nach Nürnberg zum 6. Regiment. Der zweite Brief lautet: Ich bin ein armer Taglöhner. Seine Mutter hat mir das Kind gelegt und ich habe ihm seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen. Ich habe ihn mitten bei der Nacht fortgeführt. Spätere graphologische Untersuchungen ergeben, dass beide Briefe von ein und demselben Verfasser stammen. Es handelt sich um eine falsche Fährte. In Nürnberg wird der Findling Kaspar noch in derselben Nacht in den Gefängnisturm gebracht. Doch schon bald beginnen höhere Kreise, sich für ihn zu interessieren. Nürnbergs erster Bürgermeister, Jakob Friedrich Binder, sucht Kaspar auf, überzeugt von dessen unschuldigem Wesen. Seine darauf verfasste Bekanntmachung verkündet, dass Kaspar Hauser um die Vorzüge einer vornehmen Geburt beraubt worden sei. Und so erfährt die Öffentlichkeit von dem Findling Kaspar Hauser und seiner grausamen Kindheit in Ketten in einem dunklen Kerker. Die bürgermeisterliche Behauptung, der sogenannte Binder-Erlass, setzt das Gerücht um Kaspars adlige Herkunft in Umlauf. Das wilde Kind auf der Nürnberger Burg wird zur Attraktion. Kaspar steht plötzlich im Mittelpunkt einer Welt, die ihm völlig fremd ist. Nach Wochen der Gefangenschaft fällt der Junge mehr und mehr den Torturen zum Opfer und ist den Strapazen nicht mehr gewachsen. Die Gerüchte verhärten sich, wonach das wilde Kind ein entführter Prinz sei. Der Fremdling wird berühmt und bald schon das Kind von Europa genannt. Ein kometenhafter Aufstieg vom unbekannten Fremden zum populären Häftling. Der Druck der Öffentlichkeit steigt, endlich Licht ins Dunkel der wahren Existenz des Findlings zu bringen. Manche halten den Jungen nur für einen gewitzten Betrüger, der eine ganze Stadt und ihren Magistrat zum Narren hält. Spielt er nur den Irren? Der Gerichtspräsident Anselm von Feuerbach nimmt sich des Falles an. Bald steht für ihn fest, Kaspar ist kein Betrüger. Er ist, so notiert Feuerbach, weder in Blödsinn noch in Wahnsinn verfallen. Seine Seele und auch manche seiner Sinne scheinen in gänzlicher Erstarrung zu liegen und nur allmählich erwachend den Außendingen sich zu öffnen. Feuerbach ist der oberste Kriminologe des Königreichs Bayern. Seine Aufzeichnung über Kaspar mit dem Titel »Verbrechen am Seelenleben des Menschen« wird das erste grundlegende Werk über den Findling. Feuerbach geht den Gerüchten um Kaspars adlige Abstammung nach.
Warum wird Kaspar von niemandem vermisst? Und er folgert, dass ein verschlepptes Kind nur dann nicht als verschollen gilt, wenn es für tot gehalten wird. Will man also Kaspars wahre Identität herausfinden, so muss man ihn unter den Verstorbenen suchen. Feuerbach ahnt ein entsetzliches Verbrechen. Kaspar wird in der Wiege mit einem todkranken Kind heimlich vertauscht, das kurz darauf stirbt. Feuerbach geht zurück bis in das Jahr von Kaspars Geburt, 1812, und forscht in den Stammbüchern aller europäischer Fürstenhäuser nach Fällen von Kindstod. Eine eindeutige Spur führt nach Baden. Hier in Karlsruhe regiert seit Generationen das Geschlecht der Zähringer, das wohlhabende Großherzogtum. 1812, am 29. September. Im Schloss zu Karlsruhe wird ein Junge geboren. Es ist eine komplizierte Geburt. Die Großherzogin von Baden, Fürstin Stephanie de Beauharnais, erholt sich nur langsam. Die Freude über das Kind ist groß. Der Erbprinz von Baden, Stammhalter und künftiger Thronfolger seines Vaters, Großherzog Karl von Baden. Nur wenige Wochen nach seiner Geburt, in der Nacht des 16. Oktober, erkrankt das Kind unerwartet. Die herbeigerufenen Hofärzte sind machtlos. Der Säugling stirbt, Ursache unbekannt. Baden ist wieder ohne Thronfolger. Droht eine Staatskrise? Noch in derselben Nacht bewegt sich der Trauerzug nach Pforzheim zur Familiengruft in der Schlosskirche von St. Michael. Die Familiengruft in der Schlosskirche von St. Michael. Hier werden alle Angehörigen aus der Zähringer Linie dieses Fürstenhauses zur letzten Ruhe gebettet, seit 300 Jahren. Auch der Kindersarg des namenlos getauften Sohns steht hier aufgebahrt. Doch liegt darin auch wirklich der Thronfolger? Nein, so die Antwort Feuerbachs. Nicht der Erbprinz sei gestorben und liege hier begraben, sondern ein heimlich untergeschobenes, sterbenskrankes Kind. Wer könnte dieses andere Kind gewesen sein? Die Lösung des Geheimnisses ruht in dieser Gruft. Aber der Zutritt dazu wird vom Hause Baden bis heute niemandem gewährt. Die Suche nach der Identität des fremden Kindes führt uns ins Generallandesarchiv in Karlsruhe. Hier werden alle Geburten, Taufen, Eheschließungen und Sterbefälle Badens seit Hunderten von Jahren gesammelt und aufbewahrt. Stimmt die Theorie vom vertauschten Prinzen, dann gibt es einen Jungen, gleichaltrig mit dem Prinzen, dessen Eltern in Beziehung zum Karlsruher Hof gestanden haben. Zusammen mit Archivar Wolfgang Müller folgen wir der Spur der Hauser-Forscher und suchen in den Geburtsregistern der Jahrgänge ab 1812 nach jemandem, auf den all das zutrifft. Johann Ernst Jakob Blochmann. Im Jahre 1812 wurde in hiesiger großherzoglichen Residenzstadt Karlsruhe in der Gemeinde Klein Karlsruhe geboren. Das Geburtsdatum lautet auf den 26. September, drei Tage vor der Geburt des Prinzen hier im Karlsruher Schloss. Der Vater war Arbeiter bei Hofe und stand im Dienst einer gewissen Gräfin Luise Caroline von Hochberg. Ein Blick auf die Familiengeschichte des Hauses Baden untermauert den Verdacht eines Erbfolgestreits.
Die Ehe der Luise Caroline von Hochberg als zweite Frau des Markgrafen Karl Friedrich ist nicht standesgemäß. Folglich hatten ihre Söhne keinen Anspruch auf den Thron. Der ist allein den männlichen Nachkommen aus der ersten Ehe des Markgrafen vorbehalten. Es sei denn, diese Nachkommen der ersten Linie stürben. Und tatsächlich, alle männlichen Erbfolgeberechtigten der Linken der Zähringer Linie sterben. 7 Tote aus 4 Generationen. Dann ist der Weg frei für die Hochberg und ihren Sohn Leopold. Also doch, Kaspar Hauser, das Opfer einer Familienintrige. Auf Vermittlung Feuerbachs wird Kaspar auf die Insel Schütt gebracht. Zu Georg Friedrich Daumer, der dort zurückgezogen mit seiner Mutter und seiner Schwester wohnt. Daumer ist Privatgelehrter. Unter seiner Obhut lernt Kaspar lesen und schreiben. Daumer ist überrascht von Kaspars Wissensdurst. Seine schnelle Auffassungsgabe ist verblüffend. Ein Wunderkind? Was andere in Jahren lernen, erreicht er in Tagen. Unerklärbar ist die gestochen klare und feine Handschrift des Schülers. Nur seine Liebe für das Malen übertrifft Kaspars Eifer und Fleiß beim Lernen. Schnell erlernt er den Umgang mit der Technik. Und seine Bilder zeugen von einer tiefen Empfindsamkeit. Kaspars auffallendes Talent gilt als ein Indiz für eine vornehme Abstammung. Noch andere Eigenschaften entdeckt der Lehrer an seinem Schüler. Daumer beschreibt dessen außergewöhnliche Fähigkeit, selbst in der Nacht noch Farben sehen zu können. Ist das ein Beweis für die lange Kerkerhaft und die Gewöhnung der Augen an die Dunkelheit? (1829) Ein Jahr lebt Kaspar Hauser nun in Freiheit. Aber wer ist er? Woher kommt er? Kaspars Erinnerungen sind wie ausgelöscht. Doch nachts in seinen Träumen drängt Verschüttetes nach oben. Alle Neuigkeiten über das im Dunkeln liegende Vorleben des 17-Jährigen werden begierig aufgenommen. Sein Vormund schreibt, vor längerer Zeit träumte ihm von einem Wappen, was er im Traum oberhalb der Tür eines großen Hauses gesehen habe. Er machte sogleich eine Zeichnung. Eine Erinnerung oder bloß ein Traum? Wir folgen der geheimnisvollen Spur. Schloss Beugen am Hochrhein zwischen Basel und Waldshut. Seit 1806 im Besitz des Markgrafen von Baden, der es seiner zweiten Frau, Gräfin Hochberg, schenkte. Im Garten des Schlosses finden wir über der Tür des abseits gelegenen Teehauses dieses Wappen. Tatsächlich, Kaspar zeichnete übereinstimmend mit dem Original die Krone, die Streifen links unten und das Löwentier rechts, die gekreuzten Schwerter und die Mittelachse, bestehend aus einem Szepter. Reiner Zufall? Oder ein Beweis dafür, dass er als Kind in Beugen gewesen sein muss? Das gezeichnete Wappen und Beugen liegt am Rhein. Da, wo 1816 die Flaschenpost gefunden wurde, mit dem rätselhaften Inhalt, der besagt, dass jemand hier gefangen gehalten wird. Denkbar also, dass die Flasche stromabwärts schwamm, bis hinter Basel, wo sie ein Fischer fand. Wurde die Flaschenpost tatsächlich hier in den Rhein geworfen?
Alte Karten und Chroniken beweisen, dass der Rhein schon damals in unmittelbarer Nähe an den Gebäuden und am Schloss vorbeifloss. Wenn hier in Beugen ein Kind versteckt wurde, welche Räume kamen dafür in Frage? Mit niedriger Decke und Stroh ausgelegt, auf dem er saß. Ganz allein mit nichts als einem Holzpferdchen zum Spielen. Auf unserer Spurensuche in Beugen treffen wir Pfarrer Schmidt. Er kennt die Geschichte des Ortes und die Gerüchte um Kaspar Hauser. Es ist denkbar, dass der kleine Kaspar Hauser in den Jahren nach 1815 hier auf dem Gelände von Schloss Beugen gewesen ist. Wie man sich das vorstellen muss, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einen sagen, er sei in relativer Freiheit hier auf dem Gelände herumgesprungen. Andere denken an die Räumlichkeit hinter diesen beiden Fenstern. Die interessante These bezieht sich auf den Raum, der sich hinter diesem Schlitz befindet. Dort ist eine Räumlichkeit, das wissen wir. Aber diese Räumlichkeit ist von der Kellerseite her zugemauert, also nicht zugänglich. Da drin gibt es aber einen Raum, der gut und gerne auch als Verlies dann für Kaspar Hauser in Frage kommt. Bislang verboten Denkmalschutzauflagen eine Öffnung des historischen Gemäuers. So wagen wir einen Blick von außen. Deutlich zu erkennen, die zugemauerte Öffnung auf der Stirnseite gegenüber dem Fenster. Monate sind vergangen. Das Landesamt für Denkmalschutz hat die Genehmigung erteilt. Der Kellerraum wird aufgebrochen. Niemand weiß, wann der Raum zuletzt betreten wurde. Heute geschieht es zum ersten Mal unter dem Licht der Öffentlichkeit. Wir suchen nach Spuren, nach Hinweisen auf den Aufenthalt von Menschen, von einem Kind, von Kaspar Hauser. Auf einem Balken in etwa 50 Zentimetern Höhe entdecken wir die Rötelzeichnung eines Pferdes. Also ich muss zugeben, außer dem Schutt, von dem ich ja schon wusste, habe ich keine Überraschung erwartet. Aber jetzt bin ich doch sehr überrascht. Wir sehen es uns genauer an. Der Körper ist 15 cm lang und 6 cm breit. Der Kopf hat Augen, Maul und Mähne. Die Füße sind bloße Striche, wie bei einer Kinderzeichnung. Ja, wenn das ein Pferd ist und beim ersten Betrachten ist es für mich eines, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kaspar Hauser hier gewesen sein könnte. 4 Jahre soll Kaspar hier gefangen gewesen sein. In der Wiege vertauscht, lebte er die ersten Jahre in Karlsruhe, kam dann nach Schloss Beugen. Hier könnte er 4 Jahre seiner Kindheit verbracht haben, bis seine Odyssee mit unbekanntem Ziel weiterging. Mehr und mehr lernt Kaspar über die alltäglichen Dinge. Langsam bildet sich sein Bewusstsein heraus, die Vorstellung vom eigenen Ich. Nur, wer ist dieses Ich? Wer bist du, Kaspar Hauser? Eine Frage, die er sich selbst stellt und auf deren Antwort alle warten. Rührend und hilflos zugleich wirkt da der überlieferte Versuch, durch das Säen seines Namens mit Kresse Gewissheit zu erhalten.
Ein Jahr nach dem ersten Auftauchen als ungebildetes Kind schreibt Kaspar folgende Reime. Mein erstes Jahr begrüße ich heut, in Dank und Liebe hoch erfreut, von vieler Not und Last gedrückt. Von heute an genieße ich, was mein Herz entzückt. Zeugnis einer empfindsamen Seele? Oder bloß Echo der damals vorherrschenden romantischen Stimmung? Kaspar träumt von einer Identität und nachts träumt er von seiner Herkunft. Jeder Traum könnte der Schlüssel sein, auf der Suche nach seinen Eltern. Ein Traum kehrt immer wieder. Ein kleiner Junge läuft durch lange Gänge mit hohen Fenstern und hellen Lichtern, geführt von einer schönen Frau. An den Wänden Bilder. Männer mit eisernen Kleidern, Helme und Rüstungen. Getrieben von den Rätseln seiner Abstammung, entwickelt sich Kaspar vom vormals stummen Sonderling zum besessenen Chronisten. 1829, mit 17, stellt er bereits die erste Reinfassung seiner Autobiografie fertig. Diese Geschichte von Kaspar Hauser will ich selber schreiben, wie ich in dem Gefängnis gelebt habe und beschreiben, wie es ausgesehen hat. Seine Schilderungen sind präzise. Doch liefern sie den Ermittlern keine weiteren Hinweise auf Orte einer Gefangenschaft. Alles nur Fantasie? Immer wieder schreibt er von seinen Holzpferdchen, seinen einzigen Gefährten in der Dunkelheit. Erst im Jahre 1924 rückt ein neuer Ort in den Mittelpunkt der Kaspar-Hauser-Forschung. Pilsach, ein Wasserschloss in der Oberpfalz. Noch heute liegt Schloss Pilsach abgelegen vom gleichnamigen Ort und durch einen großen Park vom Dorfleben getrennt. Das Anwesen hatte im Laufe der Jahre mehrere Besitzer. Zuletzt einen Architekten, der das Schloss grundlegend renovierte. Ja, also dieses Verlies, dieser sogenannte Kerker, ist mit Sicherheit nicht als Kerker gebaut worden, sondern ist ein Zufallsprodukt des barocken Umbaus. Damals war eben diese verschachtelte mittelalterliche Burg und durch die eine Geschossebene, die man im Obergeschoss geschaffen hat, blieb dieser Raum übrig. Dass man ihn dann als Kerker benutzen konnte, das ist vorstellbar. Zufall oder Absicht? Ein geniales Versteck. Von außen fast nicht zu erkennen, durch 2 Meter dickes Mauerwerk, lautlos, von allem abgeschirmt. Der Zugang zum Verlies liegt heute im ersten Stock. Wir steigen hinab, zunächst in den Vorraum, der hinter der großen Treppe liegt. Durch eine etwa 80 cm hohe Türöffnung gelangt man in den eigentlichen Kerkerraum. 4,30 Meter lang. 2,5 Meter breit und 1,65 Meter hoch. Einzige Lichtquelle ist das winzige Fenster, versperrt durch ein markantes Eisengitter. Ein Eisengitter wie eine Blüte aus Kaspars Zeichnungen. Bei der Renovierung 1982 macht Hermann Kurzendorfer einen erstaunlichen Fund. Ich war also am Fuße dieser Treppe und habe am Samstagnachmittag geschaufelt. Hinter der Treppe rutschte der Schutt nach und plötzlich sah ich die beiden Beinchen hervorschauen von dem Pferd. Ich ziehe an, habe dieses Pferdchen in der Hand. Und für mich war eigentlich in der Sekunde klar, das ist das Pferd vom Kaspar Hauser. So, ich zeige Ihnen jetzt das Pferdchen, das ich seinerzeit gefunden habe am Fuße der Treppe. Das ist also das kostbare Stück. Man sieht also, die Seite lag nach oben, die ist verschmutzt. Die andere entspricht in vielen Details dem, was der Kaspar Hauser überliefert hat. Das Pferdchen ist weiß, das Pferdchen war auf einem Brett montiert mit Rädern dran, das Pferdchen hatte einen Schweif und auch die Größe kommt in etwa hin.
Ist das die Vorlage für die in Schloss Beugen gefundene Pferdezeichnung? Oder nur ein Zufall? Nach Meinung einiger Hauserforscher soll Kaspar 10 Jahre hier eingesperrt gewesen sein, im Alter von 6 bis 16 Jahren. 10 Jahre, in denen ein Kind wächst, neue Kleider braucht, essen und trinken muss. Wer kümmert sich um ihn? In Kaspars Erinnerung ist da niemand. Er hatte nie einen Menschen gesehen, auch niemals einen gehört. Kaspar erinnert sich nur, wie seine Kerkerhaft eines Tages plötzlich endete. Ein Mann kommt, um mit ihm das Schreiben seines Namens zu üben. Kaspar Hauser. Woher der Name stammt, bleibt ein Geheimnis. Der Bewacher und schließlich Befreier schleppt ihn aus dem Verlies, bringt ihm das Gehen bei und schickt ihn los. Der Mann hob mich auf, nahm mich unter den beiden Armen und lehrte mir das Gehen. Und wie ich zu gehen anfangen sollte, schob er mit seinen Füßen die meinigen fort, um mir begreiflich zu machen, wie ich es machen sollte. Kaspars Niederschrift seiner wenigen, aber sehr klaren Erinnerungen an die Kerkerzeit werden bereits zu Lebzeiten veröffentlicht und heftig diskutiert. Prinz oder Betrüger? Die Situation zwischen Verfechtern und Gegnern der Prinzentheorie spitzt sich zu. Die Aggression richtet sich mit Gewalt auch gegen Kaspar selbst. An einem Samstag im Oktober 1829. Ein Unbekannter verschafft sich Zugang zum Wohnhaus des Lehrers Daumer. Niemand, der etwas bemerkt. Es gibt keine Zeugen. Kaspar kann nur eine Zeichnung der Tatwaffe anfertigen. Die Nachricht von dem missglückten Mord verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Welche Kreise haben ein so großes Interesse an Kaspars Tod? Am Tag des Attentats taucht erstmals eine neue, rätselhafte Figur in Nürnberg auf. Ein hoher Gast aus England. Philip Henry IV. Lord Stanhope. Ein Diplomat in besonderer, geheimer Mission. Stanhope, Spross einer verarmten Adelsfamilie, finanziert sich, wie man heute weiß, durch Wechsel, die auf badische Bankhäuser ausgestellt werden. Er gilt als Agent Badens. Sein Auftrag? Die Spur von Kaspars Herkunft zu zerstreuen, die Fährte weg von Karlsruhe zu lenken. Kaspar, von seinem Lehrer Daumer streng und bescheiden erzogen, erfährt durch Lord Stanhope erstmals eine für ihn unbekannte, völlig neue Welt. Der englische Lord gibt Unsummen für Kaspar aus, schenkt ihm Ringe, Uhren, teure Kleider. Dem ahnungslosen Kaspar gefällt seine Verwandlung vom Wolfskind zum Adligen und schnell passt er sich seiner neuen Rolle an. Zwischen Kaspar und Lord Stanhope entwickelt sich ein inniges Verhältnis. Man tuschelt, der Ältere empfinde mehr als nur väterliche Gefühle für den schönen Jüngling. Er bemüht sich, Kaspar mit nach England auf sein Familienschloss zu nehmen. Kaspar schreibt schwärmerische Liebesbriefe an seinen neuen Pflegevater, unterzeichnet mit »Dein dich herzlich liebender Pflegesohn«. Im Januar 1832 reist der Lord ab. Er wird Kaspar adoptieren und für dessen Übersiedlung nach Ansbach sorgen. Er verspricht, Kaspar bald nach England zu holen, wird das Versprechen aber nie halten. Später wird er seinen innig geliebten Adoptivsohn als Betrüger beschimpfen. In Ansbach am Appellationsgericht tritt Kaspar eine Stelle als Aktenkopist an. Auf Vermittlung seines einstigen Gönners, des Gerichtspräsidenten Anselm von Feuerbach.
Feuerbach hat die Untersuchung des Falles Hauser nie ruhen lassen. Im Februar 1832 verfasst er ein vertrauliches Papier mit dem Ergebnis: Kaspar ist der rechtmäßige Prinz von Baden. Der brisante Inhalt wird bekannt. Eine politisch gefährliche Schlussfolgerung, die sich schließlich gegen den Urheber richtet. Völlig überraschend stirbt Anselm von Feuerbach unter bis heute ungeklärten Umständen. Kaspar Hauser ist ein Spielball im Machtkampf der Fürstenhäuser und des Adels. Als armer Kaspar ist er auf der anderen Seite zur Symbolfigur des radikalen Bürgertums gegen Fürstenarroganz und Willkürherrschaft geworden. Gesellschaftliches Dynamit. 14. Dezember 1833. Kaspar wird unter einem Vorwand hierher in den Hofgarten von Ansbach gelockt. Ein unbekannter Mann lauert ihm auf, spricht ihn an und versetzt ihm die tödliche Stichwunde. Ein Bekennerbrief wird gefunden, der mehr verschleiert als erhellt. Dem Hauser die Mühe zu ersparen, will ich es euch selber sagen, woher ich komme, von einem Fluss an der bayerischen Grenze. Die Ermordung Kaspar Hausers lässt die Spekulationen um seine rätselhafte Herkunft nicht verstummen. Seine Geschichte wird zur Legende, die Legende zum Mythos. Kaspars Kleidung wurde damals polizeilich beschlagnahmt, inzwischen ein Ausstellungsstück. Der 170 Jahre alte Blutfleck an der Unterhose birgt, wie man heute weiß, eine wichtige Erbinformation, die DNA. Eine letzte Spur? 1996 wird im Auftrag des Magazins Der Spiegel Stoff aus der Unterhose Kaspar Hausers herausgeschnitten und in zwei Genlabors untersucht. Durch den Vergleich der DNA-Strukturen kann eine bestehende Verwandtschaft noch über Generationen hinweg nachgewiesen werden. Dazu wird Blut von den direkten Nachkommen des Hauses Baden mit dem der Unterhose verglichen. Besteht diese Blutsverwandtschaft, dann ist er der Prinz von Baden. Das Ergebnis der Gesamtuntersuchung, der Vergleich ist, Kaspar Hauser ist nicht der Prinz von Baden. Das wird manche Leute enttäuschen, aber das ist ein eindeutiger Beweis. Und so starb am 25.11.1996 der Mythos Kaspar Hauser als Spiegeltitelgeschichte, der entzauberte Prinz. Das Haus Baden war rehabilitiert. Doch der Spiegelbeweis fußt auf einem einzigen Indiz, dem Blutfleck auf der Unterhose. An seiner Echtheit allein hängt die historische Wahrheit. Zusammen mit den anerkannten DNA-Experten Professor Brinkmann und Dr. Pfeiffer vom Rechtsmedizinischen Institut Münster gehen wir der Sache noch einmal auf den Grund. 5 Jahre nach dem Spiegelurteil über Kaspar Hauser fahren wir nach Ansbach zum einstigen Tatort. Die wissenschaftlichen Methoden der DNA-Untersuchung haben sich inzwischen immens weiterentwickelt. Auch Schweiß und Haare liefern Erbinformationen, die man heute erst entschlüsseln kann. Der Blutfleck auf der Unterhose kann so durch Parallelproben ergänzt und verglichen werden. Wir entnehmen insgesamt 6 Proben aus unterschiedlichen Quellen. Hut und Hose Kaspar Hausers und von seiner Haarlocke. Zum Teil aus dem privaten Nachlass des Ansbacher Gerichtspräsidenten Feuerbach. Die Analyse dauert lang. Die Ergebnisse werden im Labor sicherheitshalber mehrfach geprüft. Wir haben in allen 6 Fällen ein Ergebnis erzielt, ein sicheres Ergebnis. Und der genetische Code, den wir da gefunden haben, war in allen 6 Proben derselbe. Und da die Proben aus 2 verschiedenen Quellen kommen, beide als Kaspar Hauser bezeichnet, ist davon auszugehen, erstens, dass sie von derselben Person stammen und zweitens, dass es sich um Proben von Kaspar Hauser handelt. Nach 170 Jahren hat der in Nürnberg aufgetauchte und in Ansbach ermordete Junge zum ersten Mal seine genetische Identität preisgegeben. Wie verhält sich unser Ergebnis zu dem des Spiegel? Ja, wenn man
den genetischen Code, den wir eben Kaspar Hauser zugeordnet haben, wenn man den vergleicht mit dem genetischen Code, der aus den Blutflecken der Unterhose gewonnen wurde, nachgewiesen wurde, dann sieht man gravierende Unterschiede, nämlich Unterschiede in insgesamt 6 Positionen, sodass man zu dem Schluss kommen muss, diese Blutflecken, die können nicht von derselben Person, also nicht von Kaspar Hauser herrühren. Der Blutfleck auf der Unterhose stammt nicht von Kaspar Hauser. Die Folgerung des Spiegel ist damit widerlegt. War Kaspar also doch der Sohn von Stephanie de Beauharnais und damit Erbprinz von Baden? Wir können dank eines Nachkommen der Stephanie de Beauharnais eine DNA-Probe durchführen. Astrid von Medinger ist in direkter Erbfolge verwandt mit Stephanie de Beauharnais. Wieder werden die Ergebnisse im Labor mehrmals geprüft. Dann, Wochen später, liegt das endgültige Resultat vor. Wenn man den DNA-Code von Frau Medinger vergleicht mit dem Kaspar Hauser zugeordneten Code, dann finden wir in allen wesentlichen Positionen Übereinstimmung, bis auf eine einzige Position, wo sie nicht übereinstimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es unverantwortlich, einen Ausschluss zu formulieren, sodass es immer noch die Möglichkeit besteht, dass Kaspar Hauser, ein biologischer Verwandter, zum Hause Baden ist. Wer immer er wirklich war, Kaspar Hauser, genannt der Prinz von Baden, wurde ermordet. Nach den Gerüchten damals gab es für das Haus Baden genügend Gründe für einen Mord. Das Findelkind erschütterte zu Lebzeiten ein Fürstentum bis in die Grundmauern. Sein Schicksal hat Generationen nach ihm gerührt. Vielleicht hätte er der Geschichte eine ganz andere Richtung gegeben als Prinz von Baden. Auf dem Friedhof von Ansbach hat Kaspar Hauser seine letzte Ruhe gefunden, im Alter von 21 Jahren. Hier liegt Kaspar Hauser, das Rätsel seiner Zeit, von unbekannter Herkunft und geheimnisvollem Tod.